Willkommen bei den heutigen Lokalnachrichten von N54. Ich bin Gillian Jordan. Bereits das dritte Jahr in Folge wurde Meditech zum besten Arbeitgeberkonzern in Night City ausgezeichnet. Diese renommierte Auszeichnung ist auf die zahlreichen Vergünstigungen für Arbeitnehmer zurückzuführen. Darunter 5 bezahlte Urlaubstage pro Jahr, unbeschränkter Zugang zu stimulierenden Pharmazeutika und Hilfe beim Erwerb von Implantaten. Und als wäre das nicht genug, hat Meditech 34% seiner treuen Angestellten auch noch zusätzlich dazu Rentenpakete versprochen. Weitere Nachrichten. Das NCPD erhält eine dringend willkommene Ausweitung seiner Befugnisse. Ab dem heutigen Tag ist es der Polizei erlaubt, Tatverdächtige für bis zu ein Jahr ohne offizielle Anklage festzuhalten. Das NCPD hat noch einen weiteren Sieg durch eine neue Regelung errungen, die besagt, dass ein Schuss in die Gliedmaßen fortan als Warnschuss gilt. Für die Polizisten soll das mehr Sicherheit bringen. Das Amt für kybernetische Technologie in Night City wird nun aufgrund von Etatkürzungen offiziell abgeschafft. Das Amt, welches bisher für die Implantatzertifizierung verantwortlich war, wird seine Pforten am nächsten Dienstag schließen. Von nun an werden Genehmigungen für die Implantate von den Herstellern selbst erteilt. Dabei orientieren sie sich an ihren festgelegten Richtlinien. Vielen Dank, dass Sie sich die N54 News angeschaut haben. Bis zum nächsten Mal. Thank you.
입장을 바꾸고 싶지만 안전이 염려되기 쉽네요. 칸타오는 부작근 상에 대해서는 100% 안전한 직장 이동을 보장합니다. Parte de los valentinos.